Hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone und wir spielen heute mal Solo Adventures und zwar League of Explorers. Und da kam ja der neue Flügel jetzt raus und ja, ich schau mal rein, was der so alles kann. Ich habe jetzt ein Video gesehen gehabt, wo die ersten beiden Helden waren, die wir jetzt auch machen werden. Also ich weiß, was auf mich zukommen wird. Ja, ja, ja. Sehr schön, schön für dich. Wir haben jetzt also mehr Karten und wir nutzen unseren Facehunter, würde ich sagen. Ich weiß, Facehunter ist vielleicht jetzt ein bisschen stark und ich habe auch nicht so viele Decks. Weil ich habe jetzt auch meine ganzen schlechten Decks aussortiert. Also alle eigentlich, bis auf den Facehunter und den Tempo Mage. Und alles andere sind noch so, ja, so wie ich Lust hatte, die einzufügen. So. Und ich würde sagen, das können wir eigentlich auch schon so lassen. Ich finde die Auswahl gar nicht schlecht. Hier bekommen wir eh noch wieder relativ zügig neue Karten. Und ein Kill-Command. Sehr gut. Das ist auch das neue Board, was ich selbst noch nicht gespielt habe. Ah, okay. Nee, okay. Moment. Nein, aha. Ah, okay. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich habe mich mit dem Scheiß gekümmert. Ein Hunter-Secret, das kann sein. Ja, was kann es sein? Beard-Trap? Exploding Trap oder die neue Dart Trap, kann das sein? Das ist natürlich auch geil. Aber von allen Minions, okay. Nee, das ist ein bisschen krass. Aber ich würde den da gerne tot haben, ehrlich gesagt. Auch wenn wir einen Facehunter haben. Und dann würde ich sagen, war's das für die Runde. Oh, Hogger. Sehr nice. Lightning Storm, nicht nice. Aber ein Lightning Storm für den einen? Ah. Die CPU ist nicht gerade so clever. Ich muss mal ein kleines bisschen die Musik leiser machen. Ich glaube nämlich, so ist es besser. Ja, ja, ja. So einfach tot kriegen wir den jetzt nicht. Ja, dann würde ich sagen, warum nicht, was? Dann kriegen wir noch einen Taunt, darum muss ich sich erstmal kümmern. Was habe ich jetzt hier gekriegt? Taunt und Battlecry give a minion Taunt. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt würde ich mir gerne wissen, wie der normal kostet. Kenne ich mich noch gar nicht. Ja, testen wir mal, würde ich sagen. Eine Beard Trap, okay. Es ist also eine Beard Trap. Und ja, was machen wir denn jetzt noch? Haben wir hier, ist das hier ein Beast? Nein, das ist nicht. Kommt da ein Beast raus? Weiß ich nicht. Ach komm. Und wir müssen mal ein bisschen Schaden machen. Nein, ist auch kein Biest. Was haben wir da? Ist natürlich gut für uns gelaufen. Au. Oh. Was konnte der nochmal? Okay. Aber das kriegt doch jetzt nicht nochmal, oder was? Zaxas Nolore. The staff's too strong, but I can slow him down. Also nochmal möchte ich den Typen nicht haben, das ist ganz klar. Und ansonsten machen wir das. So. Da muss er sich jetzt erstmal drum kümmern. Ja. Ja, und den Rest würde ich sagen.
ins Gesicht. Wir könnten natürlich mal mit unserem Mad Scientist mal angreifen, dass wir das Geheimnis kriegen. Ja, das können wir gleich nutzen. Okay, hat er ungünstig positioniert. Ne, wobei, Quatsch. Das kriegen wir doch ganz easy eigentlich. Bam, bam. Okay. Ist auch ein Biest, ne? Ja. Zack. Zack. Ah, halt. Ach, verdammt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, die wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Eule da reinknallen. Ach, verdammt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, dann machen wir das so. Was haben wir bekommen? Explosive Trash. Ah, okay. Werden wir so schnell nicht brauchen. Oh. Was, was, was? Okay. Wir haben Muckel. Ach, wir haben ja bloß noch einen. Ah. GG, well played. Danke. Also das war jetzt einfach. Und ich würde sagen, das ist immer noch ein bisschen zu laut. Das erste war dieser Rex, genau, der war glaube ich 8 und 8, glaube ich. Hat nicht aufgepasst, na toll. Und Discover Minion oder Discover Spell, da es für den Druiden ist, ja, Druiden spiele ich noch nicht so. Fehlen mir halt noch gewisse Karten. Und bei dem ist jetzt interessant, er kann halt immer nur einen Schaden bekommen. Und das heißt, wir nehmen unseren Tempo Mage, weil durch Flamebroker haben wir da recht gute Chancen, halt immer oft einen Schaden zu machen. Oder Arcane Explode, nicht Explosion, Arcane Missile zum Beispiel. Ist auf alle Fälle ein interessanter Held, muss ich sagen. Also ein interessanter Gegner, nicht unbedingt Held. Auch hier würde ich fast... Ah, wir nehmen die mal weg. Vielleicht kriegen wir noch einen Zauber? Ne, kriegen wir nicht. Okay. Well played. Dann sage ich jetzt well played. Keine Ahnung. Oh, that's Lothar's armor. Cost me months in Blackrock sifting through dragons. Na gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Mal gucken, was er so jetzt alles macht. Also wie gesagt, das erste war ja nun echt recht einfach. Ah, okay, das ist jetzt nicht so gut. Ach ja, komm, halt die Schnauze. Wir gucken erstmal, was es an Stable Portal bringt, würde ich sagen. Ja, gut, ist jetzt nicht so verkehrt, aber egal. Ach, das ist unschön. Bei True Silver Champion verstehe ich auch nicht, warum sie diese Animation so kacke macht. Also, warum das immer noch nicht geändert wurde. Ja, er springt ja hoch, will angreifen und dann backt er ja zurück und will wieder angreifen. Irgendwie seltsam. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen es so, dass wir nochmal eine Karte ziehen. Ja, da ist er doch. Der Spell Damage bringt uns jetzt in dem Fall eigentlich recht viel, weil wir 4 Arcane Missiles losschicken. Okay. Vielleicht jetzt gleich nicht mehr. Was er macht. Nee, er greift uns Gesicht an. Interessant. Ja, dann machen wir das, würde ich sagen. Ja, ja. Ach, sehr gut. Perfekt. Genau so muss es sein. Dann noch Pilot Schwerter und dieses komische Pferdchen. Yep. Ich darf angreifen. Sehr gut. Langsam müssen wir uns ein bisschen drum kümmern, dass er Leben verliert, weil... nicht gut. Okay, du kannst ruhig machen.
Solange das jetzt nicht ins Gesicht geht. Eigentlich will ich noch nicht, aber na gut. Ah, ja, natürlich. Ach, ungerne, weil es nicht wirklich viel bringt. Ich will kein Frostbolt verschwenden. Bin ich blöd. Wir hätten den einfrieren können. Natürlich hätte es was gebracht. Genau deswegen. Ah, naja, gut. Ah, die 5 Schaden wären doch bloß eine Frage der Zeit gewesen. Acolyte of Pain, sehr gut. Weiter angreifen. Ach, jetzt heilt er sich wieder um 4. Ich muss eigentlich mal mein Elemental spielen, weil ich kann ihn wahrscheinlich jede Runde einfrieren dadurch. Ach, jetzt kommt noch ein Dr. Boom. Ach, nicht so gut. Wir müssen es aber machen. Ist halt einfach so, weil wir sonst massig Probleme bekommen. Dann gucken wir, was da rauskommt. Vielleicht kommt ja was. Nein. Ich glaube, ich habe kein Silence in diesem Deck. Oder ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh, Glück gehabt. Was hätten wir nochmal gemacht? Ja, stimmt, genau. Nochmal geheilt. Saudi. Und wieder verkackt. Tja, das war wohl nix. Die wird dann nochmal ins Gesicht machen, oder? Okay. Ja, na endlich. Aber wir könnten auch theoretisch. Dann haben wir 1, 2, 3, 7 auf dem Board. Also wir könnten theoretisch Dr. Boom spielen. Ich denke, wir machen es anders. Okay. Ich glaube, so ist es am besten. Genau. Bam, bam, bam. Eingefroren. Jetzt kann er sich erstmal, wenn er eine Waffe spielt, erstmal nicht nutzen. Oh, jawohl. Läuft doch wie ein Länderspiel hier. Komm, nochmal. Jawohl. Hat aber auch ein Pech, die Sau. Aber ist ja nicht verkehrt, was? So, 6 Damage kommt wie gerufen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Dr. Boom zu spielen wäre Quatsch. Spielen wir ihn noch? Ah, komm. Also wenn er nicht... Oh, wow, okay. Nochmal so... Ja, okay. Nein, verdammt. Nochmal eine Fireball, wäre nicht schlecht. Das ist jetzt etwas... Ja, etwas scheiße ist es schon. Okay, erstmal können wir ihn den Schild wegmachen. Und dann... Tja. Tja, tja, tja. Und sich müssen wir mit 2-3 Jahren angreifen, bringt ja nichts. Jetzt krieg ich die Sau auf eine Rüstung, ey. Ach, ist das zum Kotzen. Obwohl, ich kann ihn nicht mit einem Schlag wegmachen. Mann! Oh. Da wisst ihr, was ich schon mache. Moment mal, können wir jetzt? Ja, wir können Dr. Boom spielen. Genau. Bam. Ja, doch. Zack. Dann holen wir uns nochmal ein paar Bomben. Ey, das ist ja natürlich auch nice. Jawohl. Läuft doch noch. Ach. Er muss mir praktisch Taunt geben. Okay.
Bam! Sehr gut. Und nochmal. Ach ne, ja, stimmt. So, wenn wir jetzt nochmal einen Fireball reinschießen, bekommt er 1, 2, 3 Schaden noch. Ja. Kann was Großes kommen? Eigentlich ja. Ach komm. Wir gehen auf Nummer sicher und machen es nicht. Es läuft richtig gut, richtig gut. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es müssten alle treffen. Oder wir machen es anders. Machen wir es so. Hab ich schon gewonnen? Ja. Gewonnen! Also es gab schon Flügel. Die waren schwieriger. Ah, cool, eine Frostnova in Gold. Ach ja, das Schwert, das habe ich schon gesehen gehabt. Ist natürlich interessant in dem Sinne, weil es macht, braucht ein Mana, macht zwei Schaden und hat drei Runden, hält das. Aber der Schaden des Kriegers wird natürlich verdoppelt, ja, erleidet. Natürlich, ja, muss man abwägen. Also zwei würde ich nicht mitnehmen. Aber also ich weiß nicht, ob die Karte gut ist. Und das hier, Battlecry and Discover a Death Rattle Card. Für zwei Mana kann geile Scheiße bei rauskommen, wenn es denn. Ja, Deathrattle, Sludgebelcher zum Beispiel. Geil, mitnehmen. So, was macht er? Unstable Portner hat er als Power. Natürlich. Is that the deck you're going to use? Ach du meine Güte, was machen wir denn da? Ja, den Facehunter würde ich sagen nochmal. Wir hätten auch meinen schlechten Paladin nehmen können. Den muss ich unbedingt mal ändern. Ich würde gerne mal mir ein Geheimnis-Paladin bauen. Also die Fähigkeit. Was? What wonderful cards. Was? Natürlich. Also ganz ernsthaft, da kannst du ja eigentlich was ganz Geiles draus machen. Du kannst ja die Mega-Scheiße einfach bauen. Was überhaupt nicht funktioniert zusammen. Okay. Also das ist Kacke. Ja, okay. Das nehmen wir auch mit. Also so ein Wish brauche ich jetzt gar nicht. Ein Us. Ja, ich habe da eine Waffe drinne. This hand of cards is incredible. I smell blood. Oh, hat er natürlich gleich gut gezogen. Ich finde das echt lustig, muss ich wirklich sagen. Ja. Was anderes können wir eh nicht machen. Moment. One plus one. A rare card. Ach du Scheiße, okay. Das ist ja interessant. Dann behalten wir das mal, vielleicht später eine seltene. Was macht er jetzt? Okay. Sorry about the deck. We built it last year for a tournament and haven't changed it since. Okay. Ach, guck mal. Bam. Nochmal diese verkackte Karte. Naja, gut. Der muss weg, ganz klar. Ey, das ist so eine geile Fähigkeit. Ja, das gefällt mir gar nicht. Muss ich ja mal so sagen. I can't detect. Okay, was soll denn die Karte bitte bringen? Wenn wir die vertaunten können, wäre geil. Ach, was soll's, komm. Ich
Alarmobot. Weiß zwar jetzt nicht, warum ich das gemacht habe, aber du musst weg und dann machen wir es so und so. Was mache ich denn? Ah, 1 plus 1. Nein, ich dachte, das Ding ist kaputt eigentlich. Und ich hätte auch den wegmachen können. Ah, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Eieieiei. Da hätte ich ja eigentlich auch meinen Krieger nehmen können oder so. Das habe ich mir aus freiem Stück mal zusammengebaut. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Destroy a Beast. Haben wir ihn? Ja, ihm shaken. Für Random Menu. Ja, super, ja. Toll. Geil. Machen wir es so. Alter, wir haben jetzt nur noch 11 Leben. 9 Leben. Eigentlich, ich würde sagen, das verkackt. Ja, gut. Das haben wir verkackt. Aber ey, wir konnten auch ahnen, dass er sich bitte das Deck krallt, ja? Ja, gut. Das brauchen wir gar nicht weitermachen mit 4 Leben. Gut, okay. Ich würde sagen, dann war es das auch mit dieser Folge vom Hearthstone im... Schön für dich. War es das mit der Folge von Hearthstone im Tavernbrawl, hätte ich vorhin gesagt. Im Solo-Adventure-Mode. League of Explorers, letzter Flügel. Thanks for this, Steph. Ja, also wie gesagt, mal gucken, was jetzt noch passiert hier so. Würde mich freuen, wenn ihr noch einen Kommentar da lasst würdet. Und ja, bis zum nächsten Mal.